willkommen bei Physik für helle Köpfe. Wir sind Wenke, Franka, Maya und Sarah. Und wir stellen euch heute das Experiment der tanzenden Zuckerperlen vor. So. Für dieses Experiment braucht ihr ein Becherglas, eine Musikbox, Zuckerperlen, Frischhaltefolie und Musik mit viel Bass. So, als erstes nehmt euer Becherglas und legt eure Musikbox da rein. Das macht ihr aber möglichst vorsichtig und achtet darauf, dass die Musikbox schon eingeschaltet ist und ihr schon mit eurem Handy verbunden seid. Danach kommt dann die Frischhaltefolie zum Einsatz. Hier haben wir uns schon zuvor ein Stück abgeschnitten, was auf das Becherglas zugeschnitten ist. Und das legt ihr da jetzt ganz gespannt drauf, sodass keine Falten oder sonst etwas entsteht. Als nächstes nehmt ihr euch die Zuckerperlen und achtet beim Kauf der Zuckerperlen, dass die möglichst klein und leicht sind. Die legt ihr jetzt ganz vorsichtig, auch nur ein paar, auf die Frischhaltefolie drauf. So, das reicht. Wie ihr gerade bereits gesehen habt, haben sich die Zuckerperlen auf der Frischhaltefolie bewegt und sind teilweise sogar runtergefallen. Sie haben sozusagen nicht getanzt. Und warum das so ist, erklären wir euch im nächsten Schritt. Durch die Schallwellen der Musik fangen die Zuckerperlen an zu tanzen. Die Schallwellen sind nicht sichtbar, aber trotzdem vorhanden. Also haben wir mit diesem Experiment Schallwellen sichtbar gemacht. Indem wir die Zuckerperlen tanzen lassen haben. Wir hoffen, euch hat das Experiment gefallen und ihr konntet daraus etwas lernen. Und vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr hier am Marien-Gymnasium wieder. Tschüss! Tschüss.